Herzlich willkommen, lieber Zuhörer und Zuschauer, und Shabbat Shalom an alle da draußen, die sich hier ja wieder vor ihre Geräte gesetzt haben, um den 11. Teil der Serie Die vier Evangelien chronologisch zusammengestellt anschauen sollten. Ja, wir machen hier weiter auf dem Bild zu erkennen, die rote Schrift. Das ist denn Matthäus Kapitel 7, wie oben eingeblendet ist. Und wir sind stehen geblieben. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich meine bei Vers 21. Ja, da machen wir einfach weiter. Keinesfalls jeder, der sagt zu mir, Herr, Herr, wird hineinkommen in das Königreich der Himmel, sondern der Tuende den Willen des meines Vaters, dessen in den Himmeln. Ja, hier sehen wir, dass das Lippenbekenntnis zu sagen, Jesus ist der Herr, ja, Jesus der Herr über alles, das, oder Jesus der Sohn Gottes, ja, das sind hier nur Beispiele, das wird einen nicht weiterbringen, wenn man nicht bereit ist, den Willen des Vaters zu tun, ja, der ja in der ganzen Bibel selber verankert ist. Und da gehört nicht nur dazu, an Jesus zu glauben, sondern dann kommen die ganzen Rechtssatzungen, Gebote, Gesetze, dass man die auch auf dem Herzen hat und den Willen hat, diesen nachzugehen, ja, unter anderem. Ja, und wer da aus der Spur läuft und sagt, ich will nichts damit zu tun haben, was der Vater will, ich will einfach nur Jesus Herr nennen und mein Herr, dann, wie gesagt, wird er nicht ins Königreich hineinkommen, wie es hier steht. Unter anderem, darauf aufbauen, Vers 22, viele werden reden zu mir an jenem den Tag. Herr, Herr, keinesfalls in deinen Namen prophezeiten wir und in deinen Namen trieben wir Dämonen aus und in deinen Namen viele Machttaten taten wir. Das sind so die Argumente, die man vorbringen möchte. Ne? Ich habe doch an Jesus geglaubt, ich habe denn im Namen Jesus ganz viele Sachen gemacht, ja, Wunder vollbracht, ja, Dämonen ausgetrieben, prophezeit, die Frage, ja, wie ist das möglich, ja, wie kam es dazu, wo hätten wir so Beispiele, wir haben natürlich zwei Ansätze, entweder geht man davon aus, dass die Menschen mit einer fremden Kraft gewisse Dinge taten, ja, mit bösen Geistern, wobei das Dämonenaustreiben da etwas schwierig ist, damit zu argumentieren, ja, dementsprechend wäre der andere Punkt plausibler, dass das Menschen sind, die sind zum Glauben gekommen an Jesus, zumeist wahrscheinlich aus den Heiden, aber auch aus den Juden kann das natürlich auch sein, ja, und dann sind sie den Regelweg gegangen, haben sich taufen lassen, dann haben ihnen die Apostel oder die Aufseher der Gemeinde die Hände aufgelegt, dann haben sie den Geist Gottes empfangen und da hat der eine vielleicht die Gabe der Prophetie bekommen, also der Weissagung, ein anderer Wunderkräfte zu wirken, kann man alles aus 1. Korinther 12 lesen, und das mit den Dämonen austreiben ist noch was Spezielles. Ja, und haben denn damit losgelegt? Ja, haben prophezeit, haben Wunder getan, haben Dämonen ausgetrieben, ja. Und ja, aber das haben sie getan, vielleicht auch evangelisiert, haben Menschen dazu zum Glauben gebracht, schau mal hier und da und Jesus ist der Herr und guck mal, was ich Schönes kann, ja, und Menschen sind zum Glauben gekommen, aber sonst hat der Mensch selbst sich nicht verändert, ja, nichts hat er anderes getan in seinem Leben, er hat nur, ja, sein Leben gelebt, wie er will, hat vielleicht über Jesus geredet und hat seine Wunder oder seine Geistesgaben eingesetzt, ja, aber das hat ihm letztendlich jetzt hier nicht das ewige Leben dadurch beschert. Ja, ich habe doch aber Herr Jesus gesagt. Ich habe doch an den Herrn Jesus geglaubt. Das muss doch ausreichen. Ja, aber so heißt es im Jakobusbrief, der Glaube allein nützt nichts. Es bringt nichts zu sagen, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus. Ja, ich glaube, dass die existieren. Und ich glaube, dass das ganz gute Leute sind. Ja, aber den Willen Gottes will ich gar nicht in der Gänze umsetzen. Mich interessiert nicht, was in der Bibel steht. Ich will die nicht lesen, ich will die auch nicht vorgelesen bekommen. Ich will das gar nicht alles erklärt bekommen, was da drin steht, was vielleicht für mein Leben wichtig ist. Ich will einfach nur an Jesus glauben, Jesus in meinen Herzen tragen und will Menschen zu Jesus führen. Und wenn ich eine Geistesgabe habe, was heute leider aus bestimmten Gründen leider nicht mehr so oft der Fall ist hier im Christentum, ja, das haben wir in anderen Serien behandelt, warum, ja,
Ist es noch umso schlimm genug, wenn man eines Tages vor Gott steht und nicht mal das getan hat, ja, nicht mal Wunder getan hat, Dämonen ausgetrieben hat, prophezeit hat, weil man diese Gaben einfach nicht hat, weil man sie nicht bekommen hat über den legitimen Weg und einfach so an Jesus geglaubt hat. Herr Jesus, Herr Jesus, und habe anderen über den Herrn Jesus erzählt. Aber schaffe es nicht am Ende ins Reich Gottes. Ja, schaffe es nicht, ja, weil ich den Willen des Vaters nicht getan habe. Ja. Und ja, da sollte man aufpassen als Gläubiger, dass man halt nicht am Anfang stehen bleibt und man muss den Glauben an Gott haben, wie der Hebräerbrief sagt, ja, und Taufe und dann Handauflegung und Geistesgabe und das war's. Ja, und den anderen von Jesus erzählen, dass das jetzt der Wille Gottes ist. Also das ist vielleicht 2-5%, ja, vom Ganzen. Und so gibt es halt Verhaltensmuster von sogenannten Christen, die an Jesus glauben, ja, die am Ende es nicht schaffen werden, weil ihre Grundbasis, das, was sie ausleben und das, was sie glauben, ja, nicht das ist, was Gott will. Ja, also er will, dass man, wenn man die Geistesgabe der Prophetie hat, prophezeit. Gott will, dass wenn man die Gabe der Wunderwirkung hat, Wunder vollbringt. Ja, Kraftwirkungen, würde man so sagen, ja. Oder wenn man Dämonen austreibt, ist doch alles was Gutes. Aber das ist nicht die Gänze, das, was Gott vom Menschen will. Ja, sozusagen, jeder Mensch, der den Dämon austreibt und prophezeit, der wird gerettet werden. Das ist so ungefähr. Und an Jesus glaubt, ne? Oder nur an Jesus glaubt. Der wird gerettet werden, egal was der sonst so macht. Nur einfach glauben, ich glaube an Jesus und das war's. Ja, und mehr muss ich nicht machen in meinem Leben. Nichts verändern und nichts prüfen, nichts lesen, nichts studieren, mich nicht lernen lassen. Ich mache einfach, was ich will, was mir gefällt. Und die Bibel, naja, was soll's. Ja, und das ist sehr gefährlich, ja, sehr, sehr gefährlich. Ja, hier, ne, und oftmals hat man ja im Christentum, die dann mal sagen, guck mal hier, Dämonen austreiben ist was ganz Schlimmes, Prophezeien ist was Schlimmes und Wunder zu vollziehen ist was ganz Schlimmes, ja, und dann auch am besten noch Herr Jesus sagen, ist auch was ganz Schlimmes, weil dann kommen wir alle nicht ins Reich Gottes, ne. So blendet man das halt immer aus hier, ne, dass es hier, wie gesagt, gar nicht darum geht, dass man prophezeit, dass was Gutes oder Dämonen austreibt, das ist was Gutes, sind gute Werke, ja, oder halt Machttaten vollbringt, wenn man denn die Gabe dazu hat, ja. Das ist alles was Gutes, aber es ist nicht das, was der Vater in der Gänze möchte. Er möchte das, aber er möchte noch viel, viel mehr, als dass man nur an Jesus glaubt und prophezeit, Dämonen austreibt, ja, und Machttaten vollbringt. Ja, das sehen wir in den nächsten Vers. Wie wird Jesus reagieren? Vers 23. Und dann werde ich ihnen bekennen, dass noch nie kannte ich euch. Weicht von mir, dir handelt nach der Ungesetzlichkeit. Ja, also die Gesetze Gottes gar nicht auf dem Herzen hat, sich dafür gar nicht interessiert. Ach, das brauchen wir alles nicht mehr. Das brauchen wir alles gar nicht mehr lesen, was in der Bibel steht. Da haben wir eh keine Ahnung von. Und uns interessiert es auch gar nicht, ob es da Leute gibt, die da Ahnung von haben. Uns interessiert es gar nicht, das zu prüfen, was andere daraus sagen im Christentum. Es interessiert uns alles nicht. Wir wollen einfach nur das machen, was wir wollen. Wir sollen uns Lehrer suchen. Wir wollen uns Lehrer suchen, wonach es uns in den Ohren juckt. Ja, so geht man dann halt im Christentum oftmals herum. Ja, und das kann böse enden, wenn man da nicht den Maßstab erreicht, den Gott möchte. Gott möchte einen Maßstab, der erreicht wird, wo er sagt, nur dann kommt ihr ins Reich Gottes. Egal, ob ihr an Jesus glaubt oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht an Jesus glaubst, erfüllst du nicht den Maßstab, den ich festsetze, dann wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Der eine wird vielleicht klein sein und groß sein im Reich Gottes, je nachdem sein Verhaltensmuster, seine Arbeit, seine Gesetzesbefolgung und desgleichen, ja. Da wird es Abstufungen geben, aber es gibt dann auch noch welche, die schaffen es gar nicht hinein. Und das steht da an anderen Bibelstellen, ne? Ehebrecher kommen nicht ins Reich Gottes. Ja, also wenn sie davon keine Buße tun rechtzeitig, die der Buße würdig sind, der Werke, ja. Also sollte man da schon hinterher sein zu sagen, okay, ich will die Bibel lernen. Ich will alles lernen, was da drin steht, was mich persönlich betreffen könnte. Wer der Antichrist ist, ja, und was in der Zukunft passiert und ob es eine Entrückung gibt, das ist erstmal völlig egal. Das hilft dir nicht, ins Reich Gottes zu kommen, dich darüber zu beschäftigen und oh, es ist Mahlzeichen und wo ist jetzt der Mikrochip und wo ist jetzt die Sonntagsheiligung oder sonst was, ja? Nein,
du musst lernen, was in der Bibel steht, weil da steht der Wille Gottes drin des Vaters, was er von dir möchte. Und wenn du sagst, das will ich hier alles aber gar nicht oder das nicht und das nicht und das nicht und das vielleicht, ja, dann kann dich das das ewige Leben kosten, möglicherweise. Ja, also Gott legt da den Maßstab an, nicht ich, aber die Bibel ist da sehr deutlich in manchen Worten in Bezug, wer nicht ins Reich Gottes kommt, obwohl er an Jesus glaubt. Ja, also dementsprechend aus dem Erkenntnisstand handeln und sich nicht drücken, weil es wird einem dann auch nicht viel einfacher werden dadurch, wenn man so, ach, ich gucke erst gar nicht rein, dann kann man mir ja nichts zur Last legen. Doch, die Bibel sagt, ne, die Völker, die Gesetze Gottes nicht haben, werden ohne sie untergehen, wenn sie sich nicht dafür interessieren, obwohl sie die Möglichkeit haben. Ja? Ne? Wer handelt nach der Ungesetzlichkeit? Welche Gesetzlichkeit? Ja, das Gesetz nach der Priesterordnung der Weise Melchisedek und alle Gebote und Gesetze, die darunter geordnet sind. Ja, welche sind das? Ja, da muss man lernen. Da muss man sich Lehrer suchen, die davon Ahnung haben und sich da unterrichten lassen. Aber nein, das juckt nicht in meinen Ohren. Ja, na dann viel Glück. Vers 24. Jeder nun, welcher hört, meine die Worte, dieser auch sie tut. Ich werde vergleichen ihn einem besonnenen Mann, welcher baute das sein Haus auf den Felsen. Und es fiel herab der Regen, und es kamen die Ströme, und es wehten die Winde, und sie fielen ran an das jenes Haus, und keinesfalls fiel es, was gegründet wurde, gewiss demnach auf den Felsen. Ja, ne? Beispiel, ne, haben wir auch mit Petrus, den Felsen, dass halt da auf der Lehre der Apostel, wer dort seinen Fuß hat, dazu muss man die ganze Bibel kennen. Nicht nur die Worte Paulus oder Petrus, ja. Ja, da muss man daran erst dann, nur einer, der die ganze Bibel kennt, der hat wirklich alles erfasst. Und die meisten sagen, wir brauchen das alles gar nicht. Ja, wir brauchen nur einen kindlichen Glauben an Jesus haben und der Rest erstmal egal. Ja, so funktioniert das nicht. Ja, und jemand, der so in solch einer Position ist, der muss sich auch nicht wundern, wenn Prüfungen über ihn kommen im Leben, dass er abfällt vom Glauben, dass er dem Antichristen nachläuft, dass er falschen Propheten nachläuft, dass er falschen Messias nachläuft, dass er falschen Lehrern nachfolgt, dem falschen Evangelium nachläuft, ja, falschen Aposteln nachläuft, ja, Lügenpropheten glaubt und so weiter, ja. Das sind alles Gefahren. Aber jemand, der fest sein Standbein auf den Felsen gegründet hat, ja, mit allem, was dazugehört, die Bibel kennt, da kann sonst was kommen. Wind, Wasser, Sturm, passiert nichts. Das ändert sich nichts. Der Mensch wird immer noch zu Gott halten und seinen Willen tun. Ja? Und die anderen laufen Gefahr, dann halt überschwemmt zu werden oder weggeweht zu werden. Und jeder, der hört, meine diese Worte und nicht sie tut, er wird verglichen werden mit einem törichten Mann, welcher baute das sein Haus auf den Sand. Und es fiel herab der Regen, und es kamen die Ströme, und es wehten die Winde, und stießen sich an das jenes Haus, und es fiel, und es war der Fall, oder sein Fall, heftig. Ja, ne, auf Sand gebaut. Jesus, ich muss nur an Jesus glauben, was die Apostel alle gesagt haben, und Petrus, und die Briefe, und die ganzen Paulusschriften, und Jakobus, und Johannes, und Judas, das ist erstmal alles nicht so wichtig, und das Alte Testament ist sowieso nicht so wichtig. Ja, dann viel Spaß auf deinem Sandstrand, bis der Wind oder die Flut kommt, das große Wasser, nennen wir es mal so. Und es geschah, als abgeschlossen hatte, der Jesus, diese Worte, verwunderten sie sich, die Scharen über seine Lehre. Es war gewiss demnach lehrend sie, Moment nochmal, er war gewiss demnach lehrend sie, wie einer, der Vollmacht hat, und keinesfalls wie die Schriftgelehrten. So machtvolle Worte, dass man sagt, hier ist jetzt nicht so, dass Jesus irgendwie so sagt, ja, das kann man so auslegen oder so auslegen, das kann man so verstehen oder so verstehen, oder Rabbi hat so gesagt darüber und Rabbi hat so gesagt darüber und die Rechtsschule sagt so und die Rechtsschule sagt so. Nein, das, was Jesus gesagt hat, ist klar und da gibt es nicht so, aber Jesus, die anderen Rabbiner haben eine andere Meinung dazu. Das kann man machen, wenn man Jesus noch nicht in der Gänze erkannt hat, wenn man denkt, der ist halt nur ein Prophet, ein Lehrer und jetzt nichts Besonderes, ja. Aber wenn dem nicht so ist und er ist doch mehr als das, dann soll man natürlich auf ihn in der Gänze hören. Ja, und so hat er damals auch gelehrt. Er sagt, das, was ich sage, ist richtig. Das, was andere sagen, was nicht dem entspricht, ist falsch. Was? Er hat gegen Rabbi Hillel und gegen sonst wen gelästert. Ja, könnte man so meinen. Das heißt ja nicht, dass er es so gesagt hat. Aber so muss man halt seine Aussagen werten. Ja. Kapitel 8, Vers 1 haben wir jetzt hier, bevor es dann bei Lukas weitergeht. Als kam aber er von des Berges, folgten ihm viele Scharen. Jetzt geht's hier weiter mit Lukas Kapitel 5, Vers 12.
Und es geschah, indem er da war, in einer der Städte, und siehe, ein Mann voll Aussatz, und der bekam zu Gesicht den Jesus, warf sich hin, auf die Knie fallend, da fiel er vor ihm aufs Angesicht, bittend, flehte ihn an, sagend ihm: Herr, wenn etwa du willst, kannst du mich reinmachen. Ja, ne, wie man sieht hier, Markus, Matthäus und Lukas hier vermischt miteinander, je nachdem, was die griechischen Wörter wiedergeben, hier alles zusammengetragen, wie man sieht. Es ergänzt sich einfach. Es ist ein kompletter Text, eine komplette Handlung, die aus allen drei Evangelien hier dargelegt werden, die über sich überhaupt nicht widersprechen, sondern sehr in Detail reingehen, was hat denn jetzt dieser Mann da gemacht, der Aussatz hat. Ja, er sieht Jesus. Ja, dann wirft er sich hin, auf die Knie, ja, fiel er vor ihm, ne, also nicht hinter ihm, ja, aufs Angesicht bis runter auf den Boden, und dann tat er bitten und flehen, ja. Nur ist doch sehr, sehr aussagekräftig, ja. Als würde man jetzt nur Lukas lesen, ja, oder nur Matthäus oder nur Markus. Ja. Ne? Bitten flehte ihn an, sagend ihm: Herr, wenn etwa du willst, kannst du mich reinmachen. Ja, also überlässt es auch dem Willen Jesus und nicht: Herr, mach mich rein, sondern ne, wenn es sein Wille ist, wenn es passt, wenn es nicht passt, wenn ich es verdient habe, weiter unrein zu sein, also Aussatz zu haben, dann sei es so. Aber wenn du willst, kannst du mich ja gesund machen oder mich reinmachen von diesem Aussatz. Aber der Jesus, im Inneren bewegt, streckte aus die Hand, berührte seine Person und sagte zu ihm: Ich will, werde reingemacht. Ja, aber darf doch gar keinen Aussätzigen anfassen, so einfach. Ja, kommt darauf an, in welcher Ordnung man sich selber drin befindet. Ja, immerhin ist Jesus ein sündloser Mensch, er ist nicht so wie wir. Ja, inwieweit hat das nun eine Bewandtheit, im Priestertum der Weise Melchisedek zu sein, wenn man jemanden berührt, der Aussatz hat? Ja. Eine gute Frage, wir können das alles gar nicht so einfach klären. Ne? Aber wir sehen, es ist scheinbar erlaubt und es ist auch okay. Es passiert auch dem König Jesus nichts. Ja, dadurch, dass er einen Unreinen oder einen Aussätzigen auch noch hier berührt, den man ja normalerweise nicht berühren darf. Ja, aber er wird danach gesund und geheilt. Ja, oder ihm wird erstmal gesagt, ne, werde rein. Und beim Sprechen zu seiner Person, sofort ging davon von seiner Person der Aussatz. Und er wurde reingemacht. Und drohend ihm oder ergrimmend, sofort trieb er ihn raus und wies ihn an, sagte zu ihm, der Jesus: Sehe zu, niemanden nichts mögest du sagen, sondern gehe hin, du selbst, zeige dich dem Priester und bringe da die Gabe, betreffs der deiner Reinigung, gemäß wie welche Sachen angeordnet hat Mose zur Bezeugung ihnen. Also jetzt hier nicht weiter erzählen, dass jemand da, der Aussatz hat, geheilt wurde, was schon sehr ungewöhnlich ist zur damaligen Zeit, dass sowas geschieden ist. Das kennen wir noch aus der Zeit von Elisa. Oder Elia? Ne, Elisa war das, ne? Ich glaube, gute Frage. Ne, egal, wir lassen das mal so stehen. Ja, dass hier jemand, der diese Heilung, diese Reinigung erfahren hat, jetzt da auch ergrimmend, bedrohend wahrgenommen hat, ich darf es keinen weitererzählen, sonst gibt es wohl Ärger, sonst kommt der Aussatz vielleicht zurück, ja, wer weiß, ja. Gut, das wurde ihm jetzt nicht gesagt, was die Konsequenzen ist, wenn er es doch machen würde, ne? Aber nach dem Gesetz soll man ja dann die Opfer da bringen, ja, sich reinigen lassen und desgleichen. Dieser Aussätzige ist ja unter dem Priestertum der Weise Aarons tätig und soll jetzt hier auch dementsprechend hier der Betroffene jetzt handeln. Ne? Hier der Tempel steht und sich reinigen lassen von dem Aussatz durch die Opfergaben, die halt Mose auch beschrieben hat, erstmal dazu bringen. Ja, das ist jetzt wichtig. Ja, wenn man rein geworden ist vom Aussatz, soll man diese Dinge ja tun. Wie man sieht, ja auch wieder die Details aus Matthäus noch und aus Lukas noch mit hineingebracht in das Markus-Evangelium Kapitel 1, sind wir da sogar immer noch, ne? Gar nicht so weit vorangekommen. Ne? Auch wenn wir uns da dem Ende neigen. Aber Markus berichtet hier am detailliersten über diesen Bericht als Matthäus und Lukas, wie wir sehen. Wahrscheinlich, sonst hätte ich den Text wahrscheinlich nicht gewählt. Vers 45. Der aber hinausgegangen, fing an heroldisch zu verkündigen vieles und bekannt machte den Vorfall, ja, ne, so viel zu, erzähl es keinem weiter, sodass ihm nicht mehr es möglich war, also dem Jesus, öffentlich in der Stadt zu kommen oder in die Stadt zu kommen, sondern draußen
An einsamen Städten war er und sie kamen zu ihm von überall her. Ne, das ist so ein negativer Beigeschmack, wenn sich das so viel rumspricht, denn ja, dann kommen sie alle auf dich zu und wollen dich zum König machen. Aber das war nicht die Aufgabe von Jesus vor 2000 Jahren, sondern er sollte das Evangelium verkündigen, Menschen zur Buße aufrufen und ohne Volksauflauf. Ja, und bei so etwas kann man sich ja vorstellen, dass da die Massen auch nur so heranströmten und dementsprechend man sich dann zurückziehen muss, wenn das halt nicht die Aufgabe von jemand ist. Gott hat nicht die Aufgabe Jesus gegeben, jetzt da überall an die Massen um sich herum zu scheren, sondern er ging von Ort zu Ort, jedem die Möglichkeit gegeben, aber ohne Volksauflauf. Ja, ja, das war denn Markus, Moment, sind wir sogar schon im Kapitel, ja okay, Kapitel 1 müsste jetzt da beendet sein, ja, von Markus. Da lesen wir auch gleich noch Kapitel 2, Vers 1 weiter. Und jetzt geht es bei Lukas 5 weiter. Es durchdringte aber umso mehr das Wort betreffs seiner Person und es kamen zusammen viele Scharen, da sie es hörten, und um kuriert zu werden von ihm, von den ihren Gebrechen. Nur, man hat sich auch umgesprochen, Jesus heilt Menschen, die sonst welche Krankheiten haben oder Gebrechen oder Schwächen. Also alles, was so, wo man sagen würde, denen geht es nicht gut. Ja. Und wenn es da irgendwo ja ein Freibier gibt, ne, würde man so sagen, ne, also irgendjemand das was kostenlos, der macht da was und dann bin ich gesund, ja warum nicht, ne? Heißt nicht, dass ich mein Leben ändere, aber ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich jetzt mich heilen lasse und ich ändere nicht mein Leben, das weiß ich alles noch gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob Jesus Zettel ausgeteilt hat, wo drauf steht, lesen Sie die Risiken und Nebenwirkungen auf der Packungsbeilage, weil was passiert, wenn ich dich jetzt heile, was passiert jetzt, wenn ich dir die Dämonen austreibe? Und zwar hat es noch gewisse Nebenwirkungen und Risiken, ja, dass den Menschen damals alles so bewusst war, naja, gut, aber sie wollten ja gesund werden. Ist doch was Schönes, ne? Aber man muss dann auch den Preis bezahlen, wenn man danach sein Leben nicht umändert. Ja, da wird es nämlich immer schlimmer als zuvor. Er aber war zurückgezogen in die öden Gegenden und betete da für sich. Ja, Markus 2. Und wiederum kam er hinein nach Kapernaum. Nach Tagen und es wurde gehört, dass zu Haus er sei. Ja. Und dann geht's weiter mit Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, auch er war lehrend und es waren die da saßen, Pharisäer und Gesetzeslehrer, welche gekommen waren aus jedem Dorf des Galiläa und Judäa und Jerusalem, und die Kraft des Herrn war da, dass dazu sie zu heilen. Also die ganzen Kranken, die da zu ihm kamen und die Pharisäer, die dann auch das beobachten sollten. Ja, oh, guck mal, was kann der denn und wer ist er und warum ist er kein Pharisäer und ja, und so weiter, ne, um halt da auch die zum Nachdenken zu bringen. Ja, Vers 2 von Markus 2. Und sofort wurden viele versammelt, sodass nicht mehr Platz war, auch nicht die Bereiche an der Tür, und er redete zu ihnen das Wort. Ja, also Gottes Botschaften in Bezug auf das Königreich Gottes, Buße tun, wie die Zukunft aussieht und so weiter, lasst euch taufen. Ja, das, was alles, das kann man im Neuen Testament alles überall rauspflücken, was denn die Jünger und was Jesus erzählt hat. Ja, und das ist halt für die meisten Juden damals in Judäa halt was Neues gewesen. Was? Und sowas hat doch gar kein Rabbiner so erzählt und es ist doch ein bisschen anders oder halt ähnlich oder halt völlig anders, ja, so je nachdem, was man da vorher für Mythen und Legenden zu hören bekommen hat, ja, über den Inhalt des Alten Testamentes und die Prophetien und die Zukunft. So, Matthäus 9 geht's hier weiter. Und siehe, Männer brachten zu ihm einen Gelähmten auf ein Lager, getragen von 4 Leuten, da niederliegend, und sie suchten ihn, um ihn zu bringen und zu legen vor seinen Augen. Und nicht fanden sie einen Weg, durch welche sie eingingen, ihn zu bringen. Durch die Volksmenge, da stiegen sie hinauf auf das Flachdach, deckten sie ab das Dach, wo er war, und ausgrabend habend den Lehm durch die Ziegel, ließen sie herab ihn zusammen mit dem Tragbett hinein in die Mitte vor des Jesus. Wahrgenommen habend aber der Jesus den ihren Glauben, sagte er dem Gelähmten: Mensch, fasse Mut, Kind, sie sind erlassen dir, die deine Sünden. Ja, ne? Also er sah den Glauben,
derjenigen, die ihn gebracht haben, dass sie also so eine Anstalten machten, der muss unbedingt vor Jesus und der kann heilen und hier und da und der kann ihnen helfen. Ja, das sah man natürlich immer, würde sagen, was machen die, dann kommen die noch um durchs Dach durch, Mensch, die, was, was, und jetzt legen die hin und sagen, hier, tu was, ja, da hat man ja den Glauben, dass halt Gott durch Jesus so etwas tun kann, ja, einem Menschen, der gelähmt ist, ihn zu heilen. Und dann spricht auch Jesus direkt zu dem Gelähmten und sagt, Mensch, fasse Mut, Kind, sie sind erlassen dir deine Sünden. Ja, wahrscheinlich ist er auch gelähmt vielleicht wegen seiner Sünden, aber das ist nur vielleicht. Sie waren aber einige der Schriftgelehrte daselbst sitzend und überlegten in den ihren Herzen. Und sie fingen an zu schlussfolgern, die Schriftgelehrten und die Pharisäer sagend, wer ist dieser, welcher spricht Lästerungen? Wer kann vergeben Sünden, wenn nicht einer, allein der Gott? Ja, ne, auch wieder was Neues. Nie kam ein Prophet, der irgendwie gesagt hat, die sind die Sünden erlassen. Oder wir kennen auch noch nie einen Propheten, der irgendwie die Vollmacht von Gott hat, Sünden zu vergeben. Also, das ist, kann ihn nicht eigentlich nur Gott Sünden vergeben? Ja, oder kann er auch einen Propheten, einen besonderen Menschen die Möglichkeit geben, Sünden zu vergeben, also die Autorität darüber zu verleihen? Ja, also so, für sie war es dann halt irgendwie, es scheint wie irgendwie eine Lästerung zu sein. Also da ist jemand, der mehr aus sich macht, als er ist. Und jetzt hier noch irgendwie anfangen, Leuten die Sünden zu vergeben, da kann er ja ganz viele verführen, ja, für sowas. Ja, wer will nicht seine Sünden vergeben bekommen? Vers 8. Und sofort erkannte es der Jesus in dem seinen Geist. Da so sie schlussfolgerten unter sich selbst. Antwortend sagte er ihnen, was überlegt ihr diese bösen Dinge in den euren Herzen? Ja. Was ist gewiss demnach leichter zu sagen zu dem Gelähmten? Sie sind erlassen worden dir, die deine Sünden, oder zu sagen, erhebe dich und hebe auf dein das Tragebett und wandle. Ja, gut, jetzt auch die sich die Gedanken machen, ja, naja, also, was ist einfacher? Ja gut, die hat wahrscheinlich auch keine Antwort darauf. Dass aber ihr wahrnehmen möget, dass Vollmacht hat der Sohn des Menschen auf der Erde, die Sünden zu erlassen, sagte er zu dem Gelähmten. Also jetzt hier, schaut, ich habe die Vollmacht von Gott bekommen, Sünden zu vergeben. Dir sage ich, erhebe dich und nimm auf das dein Tragebett und gehe hin in das dein Haus. So eine Art, jetzt guck mal, wenn ich das jetzt sage, also mit Gottes Hilfe, wenn ich also lüge und ich kann gar keine Sünden vergeben, dann könnte ich den Gelähmten jetzt hier auch gar nicht heilen. Oder will Gott gar nicht zulassen, wenn ich in meinem eigenen Willen etwas tue. Ne, schickt der Prophet, wird geschickt, das kennen wir aus dem Alten Testament. Der sagt sich jetzt, so, es hat zwar Gott nicht gesagt, aber ich fange jetzt mal an, den Leuten die Sünden zu vergeben. Ja, und dann genau das Gleiche wie hier auch. Und dann kommen die Menschen und sagen, ja, sag mal, wie kann denn das sein? Ne? Und der Prophet sagt, gut, ach, ihr glaubt mir nicht. Na, guck mal, da mache ich jetzt die gleichen Wunder, die ich sonst immer mache. Ja, und zwar die bestätigen, dass ich Vollmacht habe, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und dann würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, dieserjenige würde jetzt nicht der Prophet zum Erfolg kommen, sein Wunder zu vollbringen, was er sonst gemacht hat, weil Gott nicht dahinter steht, weil ihm gar nicht die Autorität, die Vollmacht gegeben hat, ja, Sünden zu vergeben. Und hier ist das natürlich ein Zeichen, ob die Schriftgelehrten und Pharisäer das jetzt dadurch glaubten. Ja, ja gut, vielleicht die Dämonen in ihm drin und die können ja sonst was. Wieso sollten die jetzt nicht da das Wunder wirken oder so? Ne? Wobei natürlich ein Gelähmter geheilt wird durch Dämonen auch jetzt. Ne? So eine Frage ist das überhaupt so einfach möglich? Ne? Naja, aber Jesus wollte denen dadurch etwas natürlich mitteilen. Ja? Ob sie denn auch denn da offen dafür sind, werden wir ja sehen. Ja. Dir sage ich, erhebe dich und nimm auf das dein Tragebett und gehe hin in das dein Haus. Und es wurde aufgerichtet sofort vor den ihren Augen, er, und nahm auf das Tragebett, ging heraus in das sein Haus, verherrlichend den Gott. Der war wahrscheinlich froh, wer weiß, wie lange er schon gelähmt war, ne, jetzt hier an der Stelle. Und ist wahrscheinlich gutes Mutes. Ne? Und jetzt soll er auch nach Hause gehen und sein Tragebett mitnehmen, was gleich noch wahrscheinlich zum Problem wird. Ja. In Gegenwart aller, sodass sie alle außer sich waren, staunten und verherrlichten den Gott.
Also natürlich jeder, der es sieht, wow, ja, also wenn er kann Sünden vergeben und Wunder bestätigen das auch noch und wer ist er? Ne? Und wurden erfüllt mit Furcht. Ne? Ja, dieses, sowas kann der, ist der vielleicht der Prophet, der kommen soll? Ist es Elia? Ist es der Messias? Das war ja an der Stelle immer so dieses Streitthema. Ist er einer der alten Propheten? Ne? Ja, was haben die denn gesagt? Sagen, dass noch nie so etwas wir zu Gesicht bekamen. Wir bekamen zu Gesicht heute Seltsames. Denn, den, der gab solche Vollmacht den Menschen. Ja, das ist halt nur dieses, der hat Vollmacht gelähmte zu heilen, er hat Vollmacht Sünden zu vergeben. Das war für die anwesenden Juden halt ungewöhnlich und zum Judentum konvertierten. Ja, oder Gottesfürchtigen, wie auch immer. Ja, da hat man gestaunt. Sicherlich hat man da gestaunt und wusste nicht so wirklich mit den Sachen umzugehen. Vor allem die Pharisäer und Gesetzgelehrten hatten damit wahrscheinlich so ihre Probleme gehabt. Ja, was völlig verständlich ist. Vers 13. Und nach diesen Dingen ging er wieder heraus an den See und jene, die Schar, kam zu ihm und er lehrte sie. Und da er entlang ging, sah er Levi, einen Zöllner, den Sohn des Alpheus, der da sitzt auf dem Zollamt, Matthäus benannt. Und er sagte zu ihm, folge mir. Und da verließ er alles, aufgestanden, folgte er ihm, und er machte einen großen Empfang, der Levi, ihm in dem seinen Haus. Und er war, eine große Schar Zöllner dort und andere, welche waren mit ihnen zu Tisch da niederliegend. Ja, kommt gleich danach die Berufung jetzt des Matthäus, ja, oder auch Levi hier genannt. Die Apostel haben da oftmals mehrere Namen, Vor- und Nachnamen, Zweitnamen. Das ist alles theoretisch möglich. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist heute auch so. Ja, ein Zöllner, der sozusagen jetzt hier von Jesus auserwählt wird, ihm nachzufolgen. Und er tut es auch und dann gibt es erstmal ein Essen. Und es geschah, in dem zu Tisch liegend mit ihm, in dem seinen Haus, siehe, auch viele Zöllner und Sünder kamen, sich zusammen zu Tisch zu legen mit dem Jesus und mit den seinen Jüngern. Sie waren gewiss demnach viele und sie folgten ihm. Ja, Jesus sind immer mehr, mal weniger nachgefolgt, mal wieder abgewendet, neu dazugekommen, so wie es halt gerade gepasst hat. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten, sahen ihn beim Essen mit den Zöllnern und Sündern. Sie sagten zu den seinen Jüngern, was ist das, mit den Zöllnern und Sündern zu essen und zu trinken? Ja, damals war so die Einstellung bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, vielleicht nicht bei allen, aber halt bei vielen, dass sie gesagt haben, wir haben keinen Umgang mit Sündern. Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar keinen Fall. Wir gehen wie mit den Heiden, wir gehen nicht in deren Häusern rein und essen und trinken mit denen. Nix da. Nur wenn sie Pharisäer sind und nach unserer Rechtsschule handeln, dann haben wir Gemeinschaft. Ist es nicht heute auch so im Christentum oftmals? Ja. Ja, dass der Brüdergemeindler nicht mit dem Adventisten und der Baptist nicht mit dem Pfingstler zusammen miteinander essen und trinken können? Ja? Und wer, da wird einer mal erwischt? Was warst du in der Baptistengemeinde und hast mit den Leuten da gegessen? Das sind doch gar keine Pfingstler und das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ja, ist ähnlich heute auch. Die Konfession, alle so, irgendwie glauben alle an Jesus, aber sie bleiben alle unter sich. Und wer, jemand geht woanders hin, zu anderen Christen, die nicht Pharisäer sind, die nicht Pfingstler sind, die nicht Baptisten sind, nicht Brüdergemeindler sind. Ja. Und dann setzt ihr euch mit denen da zusammen. Die haben noch gar keine Ahnung von der Bibel. Die haben noch Jesus gar nicht richtig verstanden. Wie könnt ihr mit denen essen und trinken? Ja, und so war es damals auch im Judentum. Ja, die einzelnen Splittergruppen, ist auch heute auch so, ja, dass die nicht viel miteinander zu tun haben. Die bleiben meist unter sich. Nicht alle, aber viele Extremisten tun das. Ja, und das war damals auch so. Ja, die nicht alle Pharisäer, aber viele, ja, viele Schriftgelehrten, nicht alle, ja, hatten damit so ihre Probleme. Ja. Ja, sie haben erkannt, Jesus, der scheint nicht viel zu sündigen oder gar nicht, wie auch immer, das haben die unterschiedlich betrachtet. Das scheint ein sehr frommer zu sein. Aber der hat da mit Leuten zu tun, die sind klar Sünder. Der wird immer beobachtet, wie er da sündigt und hier und da und hier da. Mensch, wie kann er denn mit denen zu tun haben? Und dann nur mit den Zöllnern, ja, die nur noch für Rom arbeiten, ja, und den Zoll eintreiben von ihrem eigenen Volk, ja. Ja. Und wer weiß, auch gesündigt haben, ne, in dem Beruf, den Leuten mehr abgenommen, als sie sollten, ja. Ja.
So kann man sich die Fragen stellen. Was zusammen mit, Moment, ja, was zusammen mit denen ist der euer Lehrer? Ja, also sowohl die Jünger als auch Jesus da scheinen damit kein Problem zu haben. Jetzt lehrt das zwar das Neue Testament, dass auch Jesusgläubige nicht mit jedem Jesusgläubigen zusammen essen sollen, das stimmt, aber das sind schon harte, da sind Gotteslästerer und Mörder und so, ja, also es sind schon, wo man sagt, also mit denen sollte man sich nicht am Tisch setzen. Aber ob jetzt einer Zizit trägt oder einen Bart trägt oder Kleidung aus zwei verschiedenen Stoffen oder wie auch immer, das sollte doch nicht die Gemeinschaft hindern, da, dass man da zusammenkommen kann. Vers 17. Und es hörte der Jesus, der sagte zu ihnen, keinesfalls haben Bedarf die Gesunden. Moment nochmal. Und es hörte der Jesus, der sagte zu ihnen, keinesfalls haben Bedarf die Gesunden, Starken eines Heilers. Ja, ne, wer gesund ist und kräftig ist, der braucht den Heiler nicht, ne? Ja, verständlich, ne? Sondern die übel dran sind. Ja, ne? Also auf der geistigen Ebene, ja, waren jetzt natürlich die Sünder übel dran. Die waren übler dran als Pharisäer und Schriftgelehrte, die jetzt vielleicht weniger gesündigt haben. Es kann aber auch sein, dass die anwesenden Zöllner und Sünder nicht so schlimm dran waren. Die waren halt auch schwach und krank, ja. Aber wer weiß, der ein oder andere Schriftgelehrte und Pharisäer, vielleicht war der auch total tief verstrickt in Sünden. Ja, das finden wir auch vor. Ja, aber hier vergleicht halt Jesus das Bild von, müssen wir uns nicht um die geistig krank sind in der Lehre und in ihrem Verhalten und so weiter, müssen wir nicht uns um die kümmern, dass die wieder auf den rechten Pfad kommen? Ja, so war die Antwort jetzt an die. Wir können natürlich jetzt nicht verrotten lassen, wir können auch versuchen, die wieder zurückzugewinnen. Ja. Aber wenn ihr geht, lernt, was es ist, Barmherzigkeit will ich und keinesfalls Opfertum. Keinesfalls gewiss, demnach bin ich gekommen zu rufen Gerechte, sondern Sünder zum Umdenken. Ja, ne? Also die wahrscheinlich sind viele denn auch gegangen von den Pharisäern und Schriftlingen, sagen, nee, damit können wir uns hier nichts mehr, also nicht mit den Sündern an den Tisch setzen, nee, dann gehen wir. Ne? Und dass man ja auch nochmal sagt, ja, aber Leute, ja, muss man nicht etwas barmherziger auch umgehen mit den Sündern, dass man denen auch irgendwie eine Chance gibt und einlädt und schaut, dass die Menschen auch wieder umkehren und sie nicht einfach am Rand liegen lassen, ach, was gehen uns die Sünder an, wir bleiben nur unter uns. Ja. Tja. So wird das dann halt betrachtet, ne? Der eine so, der andere so. Und Jesus sagt, ich soll die Sünder hier berufen. Ja, also ich bin, das ist mein Auftrag, zu den Sündern zu gehen. Aber nur weil ihr sagt, ich darf nicht dann auch gleichzeitig mit denen essen, das könnt ihr ja sagen. Aber eine Grundlage aus der Schrift könnt ihr jetzt dafür auch nicht darbieten, dass ich nicht mit dem Zöllner essen darf. Ja, wie man hier sehen kann. So, auf geht's zur nächsten, muss gucken, ja, nächste Seite. Und sie waren die Jünger Johannes und die der Pharisäer beim Fasten. War wohl gerade irgendwie vielleicht eine festgelegte Fastenzeit, was auch immer, oder individuell. Die aber sagten zu ihm, durch was die Jünger Johannes fasten, also des Täufers, häufig und flehen, vollziehen gleicherweise auch die der Pharisäer. Aber die deinen, sie sind am Essen und trinken und keinesfalls fasten. Ja, hat sie halt gewundert, ne? Das sind halt hier der normale gläubige Mensch damals, der hat doch denn da, egal ob ein Jünger Johannes oder ein Pharisäer, ja, dass der auch mal verzichtet hat, ja, Fastenzeiten hatte im Jahr, regelmäßig, einmal die Woche oder was weiß ich, das ist so ganz unterschiedlich, ja, dass man sich enthält von Speisen und Getränken, manchmal von beiden, manchmal mehrere Tage, manchmal einen halben Tag mindestens, ja. Und dazu auch noch das Flehen, ja. Ja, das haben, liest man auch nicht von den Jüngern Jesus, ja, dass die sich da jeden Tag da vor Gott niedergeworfen haben und dann da, oh Gott, hilf uns doch und wir flehen dich an, ja, weil man wahrscheinlich damals das Jesus überlassen hat, jetzt nicht das Beten, sondern das Flehen, ja. Ja, dass das Jesus vorwiegend getan hat, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Ja, und auch das Fasten, das hatte Jesus ja auch getan, ne, die 40 Tage. Ja, und zwischendurch hin und wieder auf, dafür gibt es Ansätze in Johannes. Ja, da so war es denn nicht nötig. Ne? Also die Jünger mussten das nicht tun, weil Jesus das für sie tat. Ja, das heißt aber nicht, dass, wie gesagt, dass das jetzt heute auch so gilt. Nein, also auch heute sollen Christen flehen und fasten. Ja,
Aber damals, hier zu der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, da brauchten es die Jünger um Jesus herum nicht betrachten. Da durften essen und trinken und mussten nicht flehen. Ja? Und es sagte ihnen der Jesus, nicht vermögen die Söhne des Brautgemachs oder Hochzeitsgäste, in welchen der Bräutigam mit ihnen ist, zu fasten, solange Zeit bei sich selbst sie haben den Bräutigam. Vermögen sie keinesfalls zu fasten. Oder sind dazu nicht fähig oder können es nicht. Sollen es nicht, kann man nicht übersetzen, aber so ist wohl der Grund. Solange der Bräutigam da ist, geziemt es sich nicht. Und deswegen soll das nicht so sein, dass meine Jünger das machen jetzt. Ja? Es werden aber kommen die Tage, wenn genommen wird von ihnen der Bräutigam, und dann werden sie fasten in jenen den Tagen. Also sagt so, es kommt die Zeit, da bin ich nicht mehr da auf Erden. Dann werden natürlich meine Jünger das Gleiche tun wie die Pharisäer und wie die Jünger Johannes. So dass denn da in der Sache jetzt hier nicht, wieso flehen die nicht und wieso fasten die nicht. Ja? So soll es sein. Es sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen, ja, dass niemand einen Flicken neuer Bekleidung legt auf alte Bekleidung. Wenn aber nicht gewiss, auch der neue wird gespalten und der alte keinesfalls übereinstimmt mit dem Flicken der von des neuen. Das ist so ein Gleichnisprinzip, wo wir sagen, ja, was heißt das jetzt? Ja, dass wir sehen, das hat ganz sicherlich mit der Lehre zu tun, ja, dass sozusagen hier der Flicken, ja, weil halt irgendwas kaputt ist, ja, von neuer Bekleidung, den nimmt man ja nicht, ja, also macht neue Bekleidung kaputt, zu Lappen sozusagen, damit man eine alte Bekleidung damit wieder repariert, ja, weil es bringt nicht viel, ja. Also letztendlich geht das Alte mit dem Neuen dann zugrunde, ja. Und der Alte keinesfalls stimmt dann überein mit dem Flicken der von des Neuen. Also generell sieht es dann halt komisch aus. Also Sinn macht nur neue Kleidung, die einen Riss hat, mit neuen Flicken zu flicken. Aber keine alte Kleidung, die eh schon... Da bildet sich schon woanders der nächste Riss, dann irgendeiner Weise einen Flicken raufzuschneiden. Das würde man im natürlichen Sinne auch nicht. Da würde man sagen, wir schmeißen das jetzt weg und kaufen neue Kleidung. Ne? Flicken ist nur etwas für gute Kleidung, die noch nicht abgetragen ist. Aber auf alte Kleidung einen Flicken zu machen, das rentiert sich zumeist nicht. Und der Sinngehalt ist hier natürlich, dass Jesus seine Lehre mitbringt, die neue, gute Lehre, die richtige Lehre, die perfekte Lehre. Und die können wir einfach nicht auf das Alte drüber stülpen. Ja, und sagen wir bleiben jetzt Pharisäer und glauben an Jesus. Das funktioniert nicht. Ja, also da muss sich generell etwas ändern, muss alles überdenken, die Tradition, die Gebräuche, stimmt die überhaupt noch überein mit dem Wort Gottes? Was ist Legende, was ist Mythos? Welche Dinge machen andere Gebote kaputt? Welche Gebräuche und Sitten sind nicht schlimm, weil sie halt nicht gegen die Gebote, die in der Bibel stehen, vorgehen und so weiter? Das muss man denn alles prüfen. Ja, man kann nicht einfach so, als nimm mal Jesus noch mit dazu, ja, und bleiben weiter Pharisäer oder Sadduzäer oder Essener oder was auch immer. Ja, in diesem Bereich, darum geht es. 21. Und niemand einen Flicken, den frischen Lappen, näht er darauf auf dem alten Kleidungsstück. Wenn aber nicht nach dieser Regel dann sich abhebt die ihre Vervollständigung am Kleidungsstück, das Neue von des Alten. Ja, es wird sich dann irgendwann abreißen dort, weil die Nähte generell an dem alten Stoff halt auch nicht halten. Das reißt dann wieder ab mit nach einer gewissen Zeit. Und schlimmer der Riss wird werden. Ja, das wird gar nichts bringen. Ja, den alten Stoff nochmal irgendwie versuchen zu retten, dann ist die Stelle gerettet, aber drumherum herum bilden sich neue Risse. Ja, weil der neue Stoff viel zu stark ist. Das heißt, diese neue Lehre von Jesus ist nicht vereinbar mit der alten Auslegung der Schriften und Bräuche, die gegen die Bibel gehen. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass das Gesetz jetzt schlimm ist. Nein, es hat damit zu tun, wie die Pharisäer und wie die Juden damals, die nicht in der perfekten Lehre waren. Die einen waren weiter als die anderen, aber die mussten jetzt schauen, ist das, was wir haben, überhaupt hier noch tragbar? Ist das, widerspricht das nicht vielem, was Jesus gesagt hat? Und wir müssen da komplett aufräumen. Ja, das ist da das, um was es geht. Man kann nicht einfach so weiterleben und jetzt an Jesus glauben. Das hat Jesus nicht gebracht. Das würde die Sache nur noch schlimmer machen, ja. Jetzt haben wir Jesus und glauben noch unseren alten Müll, der nicht richtig ist, wohlgemerkt. Ist nicht alles falsch, was alt ist, ja. Und niemand tut jungen Wein hinein in alte Schläuche. Wenn aber nicht gewiss wird bersten der junge Wein
Und die Schläuche und ja genau, und er wird vergossen und die Schläuche werden zunichte. Auch das gleiche Prinzip. Die Wein, ne, ist auch im Prinzip von Lehre, die gute Lehre Jesu, die packt man halt nicht in den alten Pharisäer rein. Ja, und sagt, so, ich bin Pharisäer und glaube jetzt an Jesus. Ne, das, also mit dem Pharisäertum, jetzt nicht, also die ganze Konfession und ganz Gedankengut dahinter, das behalten wir jetzt. Das hat man heute im Christentum oftmals auch. Da gibt es den Christen, die konvertieren zu einer anderen Konfession im Christentum, weil sie irgendwie erkannt haben, wir laufen hier nicht richtig, nehmen aber das Alte zumeist alles mit. Das hat Luther zum Teil auch gemacht. Ne? Der hat viele katholische Elemente einfach noch mit hineingenommen in seine neu gegründete Konfession. Ja? Anstatt alles zu überdenken und zu hinterfragen. Ja? Haben Juden damals auch. Pharisäer glaubten an Jesus, haben weiter ihr Pharisäertum gelebt. Ja? Ja. So ist das. Brüdergemeindler wird Baptist, bringt ganz viele Elemente der Brüdergemeinde mit und sagt, oh, ich glaube, die stimmen trotzdem alle. Wir sind überzeugt, dass das richtig ist, weil wir haben das ja immer schon so gelernt. Ja. Und das kann dann nach hinten losgehen, wenn es falsch ist. Ja. Sondern junger Wein in neue Schläuche soll man tun und beide zusammen werden bewahrt. Ja, ne? Also ein neuer Schlauch. Das heißt, du musst den ganzen Müll oder alles, was du jemals gelernt hast über Jesus, nicht über Jesus, über wie man die Bibel zu verstehen hat, oder von mir ist auch über Jesus, musst du erstmal, wenn du merkst, Moment mal, ich bin hier irgendwo aufgewachsen in einer Synagoge, in einer Rechtsschule im Judentum oder im Christentum, die scheinbar gar nicht so auf die Bibel so geschaut hat. Die haben da irgendwie sich die Bibelverse zusammengesucht, haben niemals die ganze Bibel gelehrt, hat sich auch gar nicht interessiert. Wer weiß, was die mir beigebracht haben, was gar nicht richtig ist. Das muss man erstmal, da muss man sich erstmal resetten und sagen, okay, Festplatte formatieren, ja, und dann neu anfangen sozusagen. Gucken. Und nicht einfach so, ja, das Alte behalte ich und glaube jetzt weiter irgendwie das Neue, was die neue Konfession mir lernt. Da muss man aufpassen. Ne? Der Mensch muss sich als neues Gefäß zur Verfügung stellen und sagen, so jetzt filme ich Jesus mit das, wie du die Bibel verstehst. Und alles, was du nicht klar und deutlich beantwortest in der Bibel, ja, halte ich für mich erstmal offen und glaube nicht einfach das, was mir meine alte katholische Kirche, meine Adventisten, meine Baptisten oder wer auch immer mir damals erzählt hat, so muss man diese Bibelstellen verstehen. Nein, sondern zu sagen, alles, worüber Jesus nicht im Klaren redet, ja, wo er nicht klar das Alte Testament erklärt, das tut er ja nicht in jedem Fall. Da muss man immer offen bleiben und immer prüfen und nicht einfach sagen, ja, die meine alten Eltern und die damals bei den Zeugen Jehovas und damals bei den Adventisten, die haben das immer so gesagt, deswegen wird das schon richtig sein. Das ist ganz gefährlich, wenn es denn falsch ist. Ja, vor allem bei Geboten. Bei Prophetien ist es erstmal nebensächlich und ja, ist, was weiß ich, da irgendwie zu denken, wie die Zukunft abläuft. Ja, muss man aufpassen. Nur so wird die neue Lehre bewahrt, ja, dass halt alles so seinen Gang hat und alles so eine Art, okay, das, was geschrieben steht, ist wahr und was ich nicht verstehe, müssen wir mal schauen. Dieser Zustand ist sehr gut. Ja, der ist sehr gut. Als die neue Lehre von Jesus, und ich habe damals das Alte Testament irgendwie anders verstanden, und Jesus hat das, was Jesus korrigiert hat, das nehme ich an, aber alles andere behalte ich in meinem Denksinn. Das kann dann schon wieder, na, das Alte mit dem Neuen und Vorsicht, Vorsicht, also wenn man da dogmatisch denn vorgehen würde, ja. Und niemand, der da trinkt Alten, also Wein, sofort will Jungen. Ja, er sagt gewiss demnach, der Alte milder ist oder brauchbarer ist. Ja, so ist das ja meistens. Ne? Dieses alte Konzepte, in alten Dingen, wo man verstrickt ist. Ach, wir haben das immer schon so gehört. Wir haben das immer schon so gelehrt. Ja, ich will nichts Neues. Ich will mein Altes behalten. Ich will kann nicht neu reformiert werden. Ich will das alles nicht. Das ist für mich unbequem. Ja, aber nur weil es unbequem ist, heißt es nicht, dass es nicht richtig sein kann, alles zu hinterfragen, was man selber glaubt, in Bezug des Neuen und Alten Testamentes. Wenn die Sachen doch gar nicht so klar sind. Ja. So ein Sprung zu Matthäus 12. Matthäus ist nicht chronologisch. In jener der Frist. Moment, ja, und da geht es schon weiter. Ja, in jener der Frist. Dann wieder Lukas 6. Da steigen wir jetzt ein. Chronologisch geschah es aber an dem, Moment, an dem Sabbat vom 1. nach dem Passa. Ja. Ja, okay, nochmal. Es geschah aber an den zweiten Sabbat vom 1. nach dem Passa, da er zog durch die Saaten, aber die Jünger, seine Jünger, hungerten, den Weg begehend und rupften ab die
seine Jünger die Ehren und aßen sie zerriemhaarend mit den Händen. So, komplizierte Satzstellung hier alles zusammengenommen. Ja, da haben sich auch viele immer gefragt, was heißt dieses griechische Wort hier oben, ja? Was heißt jetzt der zweite Sabbat? Und ich denke auch, das, was am meisten Sinn macht, dass es darum geht, dass es hier um die Zählung geht der Sabbate. Dann sollst du ja 50 Wochen abzählen, ja, und 50 Sabbate und der Tag nach dem Sabbat ist dann irgendwann mal Pfingsten, ne? Dass es darum hier geht, ja, der zweite Sabbat in der Folge nach der Pesachzeit, ja, wo man ja zählen soll die Wochen. Ja. Und da eignete sich das halt, ne, dass man halt dann da irgendwie, ja, es ist ein Sabbattag und da geht man durch die Felder, das ist nicht verboten, solange man da nicht außerhalb der Stadtmauer da nochmal 2000 Ellen weiter sich wegbewegt. Ja, ja, und die Jünger hatten Hunger, wie es hier heißt, ja, und rupften jetzt ab, ne, die Körner und aßen sie zerriemend haben mit den Händen, ne. Das ist so die Grundlage, wo man sagt, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Was ist denn alles erlaubt am Sabbat? Was ist nicht erlaubt am Sabbat? Wenn jemand Hunger hat, ja, was darf er denn dann alles machen? Ja? Und was darf er nicht machen? Ja? Schauen wir mal, wie die Pharisäer reagieren. Einige aber der Pharisäer es wahrgenommen haben, also wieder nicht alle, sondern nur einige, also die Extremisten, die ihren Glauben in ihrer Konfession ganz dogmatisch sehen, sagten zu ihm, siehe, die deine Jünger tun, welches keinesfalls erlaubt ist zu tun an den Sabbaten. Ja, an keinem der Sabbaten ist sowas erlaubt. Ja, also angeblich. Also die Frage ist, wer hat das jetzt festgelegt? Ja, da würden natürlich jetzt die Juden sagen, oder die damaligen Pharisäer, oder die einige dieser Pharisäer, ja, dass das unsere Rabbiner so festgesetzt haben, dass das nicht erlaubt ist am Sabbat. Ja, hast du Hunger, denn Hunger halt bis zum Ende und dann, wenn der Sabbat vorbei ist, wirst du nicht sterben. Ne? Also fasten kann man ja, ist ja nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Also man kann das überleben. Aber ist es jetzt von Gott geboten, dass jemand, der Hunger hat, fasten muss, bis der Sabbat vorbei ist? Ja, warum auch immer die Situation sich ergeben hat. Ja, und hier zeigt Jesus auf, dass es kein Problem ist. Aber auch nicht zu übertreiben. Also darf man jetzt einen Apfel pflücken? Ich denke, ja. Darf man die Ehren raufen? Ja. Was darf man aber nicht? Darf ich jetzt aus dem Apfel Apfelmus machen? Da wäre ich schon vorsichtig. Ne? Darf ich den Apfel pressen? Da wäre ich auch vorsichtig. Darf ich die Körner, die ich jetzt raufe, ja, darf ich die jetzt zum Mahl mehlen? Ah, da wäre ich vorsichtig. Darf ich daraus Brot backen? Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Darf ich die überhaupt erhitzen? Ah, da wäre ich auch vorsichtig, würde ich alles nicht machen. Ja, also wir sehen, die sind hier sehr profan rangegangen, die Jünger. Die haben einfach die Körner gegessen, frisch. Eine andere hätte jetzt gesagt, ich mache mir daraus Popcorn, ne, oder, ja, was, ich koche mir das auf oder back mir das und mahl mir das, ne, aber ich habe Hunger. Ja, und ich will jetzt keine Körner essen, ich will Brot essen. Und das wäre wahrscheinlich nicht erlaubt gewesen zur damaligen Zeit, auch heute nicht, ja, meine Ansicht, ja. Aber jetzt einfach da was zu pflücken, weil man Hunger hat, man muss auch Hunger haben, jetzt einfach Ehren raufen, obwohl man keinen Hunger hat, darf man auch nicht, ja. Vers 3. Und antwortend zu ihnen sagte der Jesus, nicht einmal noch nie dieses habt ihr gelesen, welches tat David damals, als Bedarfsmangel er hatte, und hungerte er und die zusammen mit ihm waren, kann man im Alten Testament nachlesen, wie er hineinging in das Haus des Gottes. Ja, das hat er gemacht, da wo er auf der Flucht war mit den Leuten, die um ihn sich geschart hatten, um halt dort, ja, dem Saul ihm ja, aus dem Weg zu gehen, nehmen wir es mal so. Ja, und wie es bei dieser spannenden Geschichte weitergeht, das werden wir dann wohl nächste Woche, so Gott will und ich noch lebe, dann auch durchgehen. Ja, da wir jetzt schon wieder unser Soll erfüllt haben, sind auf Seite 183 und ja, denke ist auch heute vieles angesprochen worden. Wer dazu noch Kommentare, Fragen hat, aber nur zu dem gelesenen Text heute, der kann das im Kommentarbereich machen. Oder per Skype oder die eingeblendete Telefonnummer über WhatsApp, Telegram mich anschreiben, Sprachnachricht, Textnachricht. Ja, und ja, weiterhin noch einen angenehmen Sabbat und eine gute Sabbatversammlung. Und vielleicht dann bis nächste Woche. Bis dann, Gottes Segen.